Ja, ein trauriges Lied. Jetzt soll ich auch ausmachen, ja, ja. So ein trauriges Lied jetzt. Dann trag mal das traurige Lied eben lustig vor, das ist doch okay. Hey, endlich ist es weg, ja. Ja, war so ganz gut. Leere Straßen. Yeah.
Sag mal, Olaf. Ja. Was, warum ist denn das Schlagzeug dort? Ja, ihr habt ja jetzt, das waren jetzt zwei eigene Songs, die ihr gespielt habt. Könnt ihr auch so international, so von, wo kann man euch übrigens erleben? Also das müssen wir auch mal erklären. Wie kann man euch buchen, wenn jetzt jemand hier hungrig geworden ist? Ja, einfach auf unsere Homepage gucken. Edgar und Marie, so viele heißen nicht so. Und dann anrufen, E-Mail. Ansonsten überall, wo Live-Musik stattfindet. Ein Gerücht zum Beispiel, Gerücht zum Beispiel wieder. Ja, nächster Sonntag im Mai. Ja, Laubgast. Allgemein sind wir sehr viel in Sachsen unterwegs. Marie wohnt ja in Sachsen, ich wohne in Berlin. Aber ich kriege ja auch manchmal Schwierigkeiten in Berlin, wenn ich nach Hause komme, weil ich sehr viel in Sachsen unterwegs bin. Ja. Habt ihr eine Zweigstelle in Laubegast und eine in Berlin? Ja. Sehr gut. Ja, also sehr schön. Mir hat das erste Lied besser gefallen, aber trotzdem. Überwiegend eigene Songs oder macht ihr auch so Coverversionen so von anderen, von, es gibt ja noch andere Bands. Echt? Ja? Überwiegend eigene Sachen, aber eine Coverversion haben wir auch. Aha, welche denn? Von Rolling Stones. Also. Ah, die Rolling Stones. Ach, so ein Zufall. Ja, sag mal. Das ist dann